So, and without stealing further time from Keith McManaman, who's coming here from Toronto, begrüße ich Sie. Er arbeitet in Toronto in einem NGO, wo es um die Zensur geht. Er macht sozusagen einen Jahresrückblick auf die Zensur 2018. Begrüßt Keith McManaman. Hello. Hallo zusammen. Thanks everyone for coming this afternoon. Vielen Dank, dass ihr heute Nachmittag hier. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Kongress. Vielen Dank, dass ihr für die letzten Sessions auch noch hier seid. Für viele von euch wird das wahrscheinlich der letzte Talk sein, den ihr für dieses Jahr seht. And to everyone watching the stream online, und für jede Person, die das zu Hause sieht, online. My name is Keith McManaman. I'm an analyst at Siphon. Ich bin Keith McManaman. Und circumvention network that's used worldwide by tens of millions of people. Ein Netzwerk, das von ungefähr 10 Millionen Leuten benutzt wird. Den Client gibt es für Android, Windows, iOS. It's iPhone. Due to its accessibility, freeness, localization and overall network resilience, that has made Siphon a widely adopted circumvention tool. Widerstandsfähigkeit ein hoch which provides a decent sample size of internet users and therefore a reasonable barometer. Sample size, also Stichprobengröße von InternetnutzerInnen gibt. Es gibt also einen guten Aussichtspunkt, von dem wir uns ansehen können, wie Internetzensur aussieht, funktioniert, betrieben wird. In meiner Arbeit sind die Fragen, die mich interessieren, wie soziale und politische Dynamiken von Zensur und Kontrolle aussehen. Etwa in der legislativen Umgebung von Zensur oder entstehenden Diskussionen von Medien und online. Wie bewegt sich das? Welche Inhalte sind dort zugänglich? Und wie verändert das das Verhalten von Usern, die online sind? Das können wir mit Siphon dann sehen. This is an overview of what we'll be talking about today. Das ist ein Überblick, worüber ich heute sprechen werde. Ich werde grundlegend über Zensurtechnologie sprechen und ein bisschen über die Umgehungstechnologien von Zensur, wie sie heute benutzt wird, insbesondere im letzten Jahr, und dann über wichtige Ereignisse und Trends, die wir beobachtet haben. Eine wichtige Notiz über die Rahmung und die Metaphern. Das Katz-und-Maus-Spiel ist eine Terminologie, die viel benutzt wird, um das zu beschreiben. Das, insbesondere um das Spiel zwischen Umgehern und ZensorInnen zu beschreiben. Und dann sprechen wir von so Sachen wie der Schlacht um das freie Internet. Oder ein technologisches Wettrüsten. There's no Sylvester and Tweety. There's nothing madcap or wacky about it. Es gibt dabei nichts wie Sylvester und Tweety. Es ist nicht so cartoon-komisch. Was ist also Internetzensur? Das ist die Kontrolle oder Unterdrückung von dem, was zugegriffen oder publiziert werden kann auf dem Internet. Es kommt in sehr vielen Arten und Weisen, wie ihr hier auf dieser Folie gut sehen könnt. Ich werde mich vor allem fokussieren auf die digital abfangenden Technologien, mit denen sich diese Umgehungstools, die ich beschreiben werde, befassen.
There are other very important, und es gibt auch andere sehr wichtige Kategorien, die sich in ihrer Präsenz deutlich erhöht haben in den letzten Jahren. Es geht also, gibt insbesondere ein Shift von direkt abfangenden zu Zweit- und Drittgenerationstechnologien, die charakterisiert wurden in dieser exzellenten Serie, der Zugriffsserie von Dibert und anderen, was das definitive Werk über diesen Übergang ist. Das ist also, das erste ist also das, auf das wir uns hier beziehen werden. Censorship is preventing you from treading all of these fascinating, wonderful. Zensur hält euch davon ab, all diese wundervollen Pfade abzugehen. Und das macht es, indem es gewisse Zustände im Internet ausnutzt, davon, wie es funktioniert. Und wie sie das machen, ist Zensoren in kontrollierendes Netzwerk, Provider, alle Verbindungen über die internationalen Gateways, die verschiedene Länder haben oder das eigene Land hat. Sie kontrollieren die Provider und haben mächtige Methoden zur Erkennung. Es nimmt immer weiter zu, dass diese Zensur ermächtigt wird durch AkteurInnen aus dem privaten Sektor. Und die Methoden variieren sehr in ihrer Komplexität und der Ressourcenintensität von Blacklists zu komplizierteren Technologien, die immer zugänglicher auch für nationale Regierungen werden, um sie skalierbar zu deployen. Das hier nennen wir das OSI-Model, also das, was beschreibt, wie Computer- und Telekommunikationssysteme funktionieren und interagieren. Zensur kann auf all diesen Ebenen passieren, vom Application Layer bis ganz unten in den Hardware Layer hinein. Eine der niedrigeren Attacken ist einfach IP-Blocks. Zensoren können die IP-Adressen gewisser verbotener IPs lernen und einfach blocken und kriegen dann halt eine Liste von verbotenen IPs dabei raus. Und dann werden Zugriffe auf diese IPs einfach weggeworfen. Das simple Diagramm dafür sieht so aus. Wenn man also versucht, eine Seite zu besuchen, die auf der Blacklist steht, kriegt man keine Verbindung. Etwa mit einem Connection Reset oder mit einem 404. Die große Schwäche von IP-Blocking ist, dass die meisten IPs nicht statisch sind, sondern sich durchaus verändern. Etwa Content Delivery Networks, CDNs, sind meistens auf sehr vergänglichen IPs zu Hause, die sich ständig verändern. Also es ist nicht besonders effektiv und sehr viel Arbeit ist weiter beizubehalten, dass es effektiv bleibt. Und man erzeugt reichlich Kollateralschaden. Man blockt auch reichlich Inhalt, der auf derselben IP sitzt, die nicht mitgemeint war. Im Allgemeinen funktioniert dies besser, um gewisse Apps zu blocken, statt etwa spezifischen Inhalt. Auf derselbe Art und Weise etwa funktioniert auch URL-Blocking. Die Zensoren lernen also die Links, die sie blocken wollen, halten eine Blacklist davon oder halten auch Blacklists von Schlüsselwörtern, die sie nicht zulassen wollen. Und dann funktioniert das Blocken genauso. Sie wählen vielleicht einen Port, wo sie keinen Traffic zulassen wollen, und dann blocken sie das. Bei DNS-Hijacking, Poisoning, Spoofing, also Vergiftung, wird der Prozess, in dem wir aus einer URL eine IP machen, davon abgehalten, die korrekte IP-Adresse zu geben, wenn die URL entschlüsselt werden soll oder decoded werden soll. Das heißt, die Zensoren fangen diesen Request ab
und geben eine Page zurück, die sagt, das ist verboten, oder eine böswillige Page, die so tut, als wäre sie die Page, die der User haben wollte, es aber einfach nicht ist. In China etwa, bevor Wikipedia HTTPS aktiviert haben, also SSL aktiviert haben, wenn man die Seite für den instead of the legitimate article. Of course, HTTPS adoption kind of prevents blocking specific subpages. für einen verbotenen Ort in China sozusagen, die dann bereinigt wurde. Wenn man sich etwa in Iran befindet, sagt diese Seite, auf diese Seite darfst du nicht gehen, aber hier sind tolle andere Seiten, die du ansehen darfst. In Saudi-Arabien ist dies eine Blogseite, die ihr sehen würdet, die durch durchs Informationsministerium eingebracht werden. Und bei manchen könnt ihr auch Kontakt-E-Mail-Adressen sehen, um zu sagen, nee, aber den Content sollte man sehen können. Und meistens wird dieser Request dann einfach, die meiste Zeit wird dieser Request einfach nicht vollständig ausgeführt, man kriegt einen 404-Fehler und fertig. With the content provider, or is there a problem with my own internet connection? Das hinterlässt dann viele Fragen. Ist das ein Problem mit meiner eigenen Verbindung? Ist das ein Problem mit dem Provider des Inhalts? Ist es irgendwas auf dem Weg? Und dann ist es schlecht zu interpretieren und zu finden. Schlüsselwortfilterung ist noch eine Eskalation davon. Es erlaubt den ZensorInnen einfach aus dem Pfadnamen Schlüsselwörter herauszufiltern, die sie blacklisten wollen. Das ist also auch wieder vor HTTPS. Wenn wir uns dabei auf den Inhalt beziehen, wenn man nämlich nicht die ganze Domain blocken möchte. Es erlaubt ihnen insbesondere auch neue und unbekannte Seiten zu blocken, statt etwa die Domains zu finden, die sie auf die Blacklist packen wollen. They also have the ability to blacklist. Sie haben auch die Möglichkeit, Blacklists und Whitelists von gesamten Protokollen anzulegen, etwa von HTTPS. Das ist etwas, was Iran in den Wahlen 2013 gemacht hat. Während der Eskalation zwischen den Umgehungsprovidern und den ZensorInnen, sodass nur noch HTTP-Traffic zugelassen wurde. Und damit komme ich natürlich wieder zum Thema Kollateralschaden zurück, denn das bricht natürlich reichlich Internetdienste, die wir haben wollen. Deep Packet Inspection. Ihr habt sicher schon davon gehört, im Kongress zum Beispiel. This is basically a high-level processing method that allows the sensors to look throughout the content. Man schaut durch den Inhalt einer Webanfrage und vergleicht sie dann mit einer Blacklist. Und auch gewisse Schlüsselworte in der URL werden ebenfalls abgecheckt. So with the keyword filtering and deep packet inspection, Mit diesem Prozess braucht natürlich der Sensor wesentlich mehr Daten und das ist natürlich sehr viel ressourcenintensiver. Man muss also ein bisschen was tun. And as I mentioned at the beginning, the technology has gotten much more widely available, cheaper and easier to implement. Die Technologie ist allerdings immer günstiger geworden, sodass es nicht so ein großer Hinderungsgrund ist. Traffic fingerprinting is something that's enabled by that. Traffic Fingerabdrücke. Even without knowing the domain or the IP address, or being able to see it through encryption. Um durch die Verschlüsselung zu sehen, kann der Sensor schauen, wie sieht eine Browsing Session aus und dann gewisse Regeln dafür aufstellen.
And so they can block a page based so sie können eine Seite blockieren aufgrund ihrer Zeit, ihrer Größe, ihrer Ladezeit oder anderer Eigenheiten. Zum Beispiel gewisse Unterseiten, wo Wikipedia. Und dann kann man Seiten, die dieser Wikipedia-Seite folgen, zum Beispiel, kann man dann blockieren. Und VPN und SSH, auch andere Verschlüsselungsarten, haben eine relativ eindeutige Fingerabdrücke und können darum recht gut geblockt werden. Das ist sicher eine Verwundbarkeit. Now, was gibt es für Umgehungsmethoden? Für jede Zensurmethode gibt es eine Gegenmaßnahme. So zum Beispiel, wenn der DNS nicht funktioniert, kann man OpenDNS Resolvers nehmen. Zum Beispiel gibt es den von Google 8888 und es gibt noch andere. Google und Cloudflare sind die bekanntesten. Es ist sicher besser, als dem eigenen Provider zu vertrauen, wenn man in China oder Iran ist. Wenn ihr Content Provider seid und ihr habt das Gefühl, euer Domain wird geblockt, dann könnt ihr das migrieren auf ein anderes Domain. Es gibt natürlich die Gefahr, dass der Sensor dann das mitbekommt und das auch geblockt. Dann kann man natürlich ein Webproxy verbinden. So, man verbindet sich mit einer anderen Webseite, die nicht auf der Webseite ist, und von dort aus geht man dann ins offene Internet. Natürlich VPN, und dann gibt es andere Instrumente wie Psyphone oder eben Tor. So, SSH, this is a, das ist ein Schema von SSH. Das ist ein Protokoll, um mit Servern zu kommunizieren und um die Server zu administrieren. Ist großartig, dass es eben verschlüsselt ist. Wenn jemand das anschaut, sieht der Sensor etwas, mit dem er nicht viel anfangen kann. Aber aufgrund seiner bestimmten Eigenschaften kann es natürlich ein Fingerprinting geben, man kann es entdecken und versuchen. So, viele Sensoren können blockieren einfach den VPN, SSH-Traffic aufgrund seiner Eigenschaften. Dieses Jahr gab es in politisch wichtigen Momenten, auch bei Wahlen oder so, dass Sensoren das eingesetzt haben und dann die Netzwerke belasten, die sie im Griff haben. Dann gibt es OSSH. Das ist ein verstecktes Protokoll, um eben auf dem bestehenden Tunnel arbeitet, aber es ist nicht so gut zu fingerprinten. Statt dass man etwas Komisches sieht als Sensor, das man blockieren kann, ist es so gestaltet, dass es wie normalen Traffic aussieht und nicht erkannt werden kann. So, es gibt einige Dinge, die man tun kann, um eben die Konfiguration so zu verändern, dass das Fingerprinting eben nicht mehr möglich ist. So, man kann zufälligen Web-Traffic einbauen, das begleitet und das durch weitergeleitet, das da mitkommt. Again, back to the concept of collateral damage. Natürlich gibt es auch hier Kollateralschaden. Wer so etwas blockieren will, dass man nicht unterscheiden kann von normalem Web-Traffic, der wird natürlich riesige Schäden verursachen und möglicherweise gibt es dann Reaktionen und das kann er dann nicht durchziehen.
Deep Packet Inspection is doing is it's scanning deep into every web request. Deep Packet Inspection ist, geht in ganz tief in jede Anfrage, aber das ist natürlich dann extrem ressourcenintensiv. The sensor can only look at the first subset of packets. Normalerweise blickt der Sensor nur auf die ersten paar Pakete, muss dann einen Entscheid machen und das kategorisieren. Und dann muss er entscheiden, lasse ich es durch oder sperre ich es. So, die Umgehungsinstrumente versuchen das eben viel schwerer erkennbar zu machen. Und if das, die Sensoren zu aktiv werden, dann sinkt die Performance des Systems. Eine andere Technik ist Meek. Also man sendet den Verkehr durch ganz wichtige Domains und versteckt dann den Traffic in den Verbindungen zu großen Webseiten. Und diese großen Adressen oder wichtigen Webseiten können natürlich haben bevorzugte Behandlung und können dann durchschlüpfen. Hier hat es ein Diagramm. Und ich habe ein Zitat hier unten. Auf diesem Link findet ihr, wenn ihr mehr dafür wissen wollt, wie das Ganze funktioniert. What are some vulnerabilities of circumvention tools? Was sind die Verwundbarkeiten dieser Umgehungstools? Man kann die Verteilung verhindern. One thing that we do is we have multiple redundant kind of distributions. So, wir haben natürlich Kanäle, die mehrfach und redundant sind. So, eure Download-Seiten müssen möglichst breit gestreut sein. Some countries that's embargoed and not. Gewisse Länder haben die Tools verboten. One of the innovations that we use at Siphon is email autoresponders. Eine unserer Innovationen bei Siphon sind automatische E-Mails. So, man lässt es nicht runter, sondern man bekommt automatisch einen Link zugestellt über einen Mailautomaten als File, das man dann downloaden kann, um das zu installieren. Even if you have thousands and thousands of servers. If they have enough people running enough discrete copies of your software, wenn man genügend sie können versuchen, alle eure Server zu sperren. On the Siphon network, it's fairly ephemeral, like auf Siphon network gibt's keine statischen IP-Adressen. Wir sind ständig am Wechseln und das schützt uns natürlich vor Angriffen. The software is ever going to know more than a very, very, very small subset of the server. Jeder Teil der Software ist so gemacht, dass eigentlich die anderen Teile geschützt sind. Siphon is using what we call a multi-protocol architecture. Siphon hat eine Multi-Protokoll-Architektur, so dass Angriffe auf das Protokoll uns schützen. So, wir haben Redundanz. As I mentioned. We do various traffic obfuscation methods. Und of course machen wir natürlich auch Maßnahmen, um Traffic Fingerprinting aufzuhalten. Wann ist ein Protokoll relevant? Es muss effektiv sein, es muss arbeiten. Kann es wirklich genügend transportieren? Also der Durchsatz, dann muss es resilient sein. Also wie lange geht es, bis es geblockt wird? Es muss wenig Overhead haben. Wenn man zusätzliche Extradaten einfügt, dann belastet das natürlich die Schnelligkeit. Und es soll nicht zu viel verlangen von den Verwendern, weil die Verwender natürlich in der Regel faul sind.
even performance. The reason I say that is because even though some Das sage ich, weil manche dieser Umgehungstechnologien, die entdeckt wurden und bearbeitet wurden, sind großartig, aber sie skalieren nicht gut von 10 oder 100 Leuten zu 10 Millionen Leuten. Insbesondere nicht schnell. In manchen der Beispiele, die ich euch zeigen werde, werde ich euch zeigen, wie wir die Möglichkeit behalten haben, in kritischen Situationen schnell zu skalieren. Eine kleine Notiz über die Netzwerkdaten. Ich denke, jeder in diesem Publikum hat schon mal einen VPN benutzt in irgendeinem Punkt in der Vergangenheit. Viele VPN-Leute sind cool, aber nicht allen sollte man vertrauen. Also wie kann man da sich bewusst sein über Privatsphäre als insbesondere VPN-Provider? Man ist technisch eigentlich nicht anonym zu seinem VPN-Provider. Man muss denen schon vertrauen. Denn da gibt es reichlich Drittpartei-Server, die man nicht kennt. Da geht der Traffic durch und da muss man sagen, okay, den vertraue ich jetzt. Mit Psyphon versuchen wir, nichts zu loggen und sicher zu machen, dass wir nichts loggen. Und wir sammeln keine persönlich identifizierbaren Informationen, keine IP-Adressen, keine Registrierung, keine Mail, keine Telefonnummern. Man kann wissen, wo Menschen sind, ohne ihre IP-Adressen einzusammeln. Oder wir werfen direkt die IP-Adressen weg. Und ein weiteres Feature, das Psyphon anbietet, ist, wir können das Programm einfach runterladen ohne Registrierung, Mail, Telefonnummer und so fort. Was die Netzwerkdaten uns erlauben zu tun, ist Schlussfolgerungen über die Zensur an verschiedenen Orten zu machen und zu sehen, wie unsere Netzwerkprotokolle von diesen Dynamiken betroffen sind. Und dann sehen wir aber aus den Statistiken auch, wie die Software performt und wie wir das verbessern können. Und damit einen Schritt vor den ZensorInnen zu bleiben. Das hier ist eine Karte, die in Echtzeit zeigt, wo die Psyphon-NutzerInnen sind in der Welt. Wir haben eigentlich in jedem Land ein paar NutzerInnen. Ich habe Sudan hier markiert, wegen des kürzlichen Blockens, was am 19. Dezember gestartet hat. Dabei wird im Wesentlichen zentral geblockt die großen sozialen Medien, also Facebook, Twitter, die ungefähr 500.000 User pro Tag hätten, die geblockt werden. Es gibt hier aber ökonomische Sanktionen, die diese Psyphon-Adoption stark begünstigen. Wir haben insbesondere einen großen Spike in Psyphon-Nutzung gesehen im Zusammenhang mit Blocken von Social Media. Früher im Jahr, etwa Mitte Juli, haben wir das im Iran gesehen. Als es die Proteste in den Südregionen gab, hat der Irak reagiert, damit Facebook, Twitter, WhatsApp zu blocken. Also mit sozialen Medien und Kommunikationsplattformen, auf die sich Leute verlassen. Weil WhatsApp nun mal in vielen Regionen live ist. Hier waren wir etwa bei 4 Millionen NutzerInnen pro Tag. Das hier ist ein Bild des Protestzustandes im Iran. Wo wir grundsätzlich eine gute Netzwerkperformance haben.
und da etwa sehen, dass VPN oder Tor nicht besonders gut funktionieren. Aber Psyphon hat einfach einen sehr guten Ruf da und hatten maximal 14 Millionen User pro Tag, nachdem sie Telegram geblockt haben. Instant Messaging Service, you could argue, that was im Grunde der einzig integrale, wichtige Instant Messaging Service, der dort jetzt unzensiert blieb. Und Instagram wurde halt auch geblockt, selber Fall. Und Psyphon hat diesen Usern ermöglicht, damit verbunden zu bleiben. Und damit sind ein Fünftel oder vielleicht sogar ein Viertel aller InternetnutzerInnen im Iran ermächtigt worden, da weiterhin ranzukommen. Eine weitere Notiz ist, dass wir ungefähr 1,4 Terabyte an Daten pro Tag hatten bei dem größten Spike. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich habe schon erwähnt, es gibt reichlich Herausforderungen, wenn man skalieren möchte bei solchen Peer-to-Peer-Verbindungen. Bei so einem zentral verwalteten System kann man schnell solche Server provisionieren, wenn man sie schnell braucht. Iran war also eine der größten herausfordernden und aggressivsten und durchdachten Systeme, die wir hier umgehen mussten. Das kam aus der Motivation, nicht nur Inhalte zu blocken, sondern auch die Methoden, die NutzerInnen haben, um diese Filter zu vermeiden. Die innerhalb des letzten Jahrzehnts ein regulärer Anteil ins Internet zu gehen geworden sind. Es gab dann ein Gerichtsurteil, was gesagt hat, dass Telegram nicht benutzt werden darf, auch nicht mit Umgehungstools. Und dann gab es einen Push von den Internet-Providern dort. Also in manchen Ländern sieht man eine große Heterogenität davon, ob Blogs in Kraft gesetzt werden oder nicht. Das etwa in dem Talk über Russland, der gestern gegeben wurde, haben wir aus der Forschung gesehen, dass es durchaus große Verzögerungen darin gibt, wenn Provider das umsetzen sollen. Im Iran wurde das offensichtlich sehr zentral gesteuert. Und dann wurde der Block unmittelbar landesweit eingesetzt. Wir sehen hier die tägliche Nutzung von Psyphon und Telegram. Mit unserer Telegram Library, Telegram DR. Und damit waren wir schnell bei ungefähr 1 Million NutzerInnen. This is a shot of Tor usage during the same time. Das hier zeigt die Tor-Nutzung in derselben Zeit. Ihr seht, dass die Tor-Direktverbindungen runtergehen und die Bridges begünstigen. Aber da sprechen wir von ungefähr 10.000 NutzerInnen pro Tag, verglichen mit den Zehnfachen oder Hundertfachen bei Psyphon. Das hier ist ein Beispiel für die Vorteile von der Multiprotokoll-Architektur, die wir haben. Diese hier sind gezeigt nach Protokollgruppe, die stündlichen Verbindungen zeigen. Und ihr seht, der ein oder andere Typ von Protokoll wird rausgedrückt und dann wird das aber von den anderen übernommen. Effektiv, also ohne alle Protokolle zu blocken, wird das Netzwerk weiterhin stabil bleiben. Hier ist ein Beispiel aus China. Während des 19. Parteikongresses im letzten Oktober, also in 2017. Sie haben angefangen etwa im Juli des Jahres, im Sommer,
dass WhatsApp-Videoanrufe geblockt wurden. Und das hat vielen Umgehungstools die Nutzung erhöht. Und auch VPNs wurden geblockt. Und das wurde langsam eingeführt. Und damit haben etwa Parteien wie Apple VPN-Apps aus ihrem App Store verbannen müssen. Und da sehen wir, dass all diese Nutzung im Oktober droppt, aber unsere Nutzung spiked. Also haben die NutzerInnen von VPN zu Seiten übergegangen, weil Protokolle entweder nicht erfolgreich verbinden konnten oder zu lange brauchten. Und in der Zeit haben wir aber mit Seiten sicherstellen können, dass Leute freien Zugriff auf diese Protokolle weiterhin hatten. Noch ein paar Trends, die aktuell sind in der letzten Zeit. Die Packet Inspection wird immer häufiger verwendet, es wird immer günstiger. Schaut auch tiefer hinein, also ohne die Performance herunterzusetzen. Es gab einen Bericht auf Radio Europe über DPI in Russland, wo man gesagt hat, sie wollten 1 Terabit pro Sekunde durchsuchen können, was ja doch eine riesige Zahl ist, sehr schockierend. Man wendet sich natürlich auch gegen diese Tools. Zum Beispiel VPN wird immer häufiger geblockt. Nicht nur bei den bekannten, üblichen Verdächtigen der Zensoren, in China. Jede Regierung kann sich das heute leisten. Mehr oder weniger eine Blackbox, mit der man an- und abstellen kann, ob VPN durchgeht. Eine Anekdote über Iran. Sogar wenn man verschlüsselte Mitteilungen hat, gewisse Teile sind nicht verschlüsselt. Zum Beispiel, bevor man mit einem Server kommuniziert, muss man ihm ja zuerst ankündigen, dem Server, dass man mit ihm sprechen will. Und der Server antwortet. Und dann muss man ja über die Verschlüsselung sich einigen und erst dann ist man verschlüsselt. So hat Iran die entsprechenden TLS-Handshakes geblockt. The TLS-Handshakes that Siphon was using. Der TLS Handshake, den wir verwendeten bei Siphon, der war so gestaltet, dass er eben nicht erkennbar war. Indem wir absolute unauffällige Befehle verschickten. Starting to break because of filtering rules that were deployed to target one specific thing, but not surgically enough. So we were on the good. Sorry about that. Sensors in 2018 are willing to sustain large amounts of collateral damage or block unreasonable amounts. Also. Sensoren sind absolut bereit, da auch dem normalen Traffic zu schaden, um eben die Zensur durchzusetzen. In früheren Jahren wurden ganze CDNs geblockt. So wurden auch kritische Infrastrukturen oder große Seiten geblockt.
Sensors are beginning to block only certain IP ranges at the sub-level of the system. Auch gewisse IP-Levels werden gesperrt auf einem Sub-Level. To block just part of a CDN instead of the entire domain. Und nicht den ganzen Domain. Das ist also etwas, was man anschauen muss für die Zukunft. Also, was könnt ihr tun? Akzeptiert nicht das geteilte Internet. Sonst ist es nicht das World Wide Web. Meldet Zensur, wo immer ihr sie findet. Verwendet freie Open Source Umgehungstools und unterstützt die, zum Beispiel auch finanziell. Kommt mit uns, um zu arbeiten, wenn ihr Entwickler oder Forscher seid. Wir können zusammenarbeiten. Und für Entwickler von Apps verwendet unsere Open Source Library. Applications that you're working on, then that's something that's highly encouraged. Das fördern wir sehr und sind sehr dafür. And we have about 10 minutes for questions. So wir haben etwa 10 Minuten für Fragen. Thank you so much, Keith. Danke schön, Keith. Wir haben Leute an dem Mikrofon und im Internet. I see the biggest threat from censorship is from big tech giants like Google, Facebook. Die größte Bedrohung sehe ich bei den Tech-Giganten. Und du hast das nicht erwähnt. Für mich sollte das der Fokus sein. Weil die Tech-Giganten sind mächtiger als Länder. Ich habe das vor wenigen Tagen eine Petition, um diese großen Plattformen zu verlassen. Ich glaube, ich habe es so ganz am Anfang gesagt, wie es sich bewegt von Erstgeneration zu von Abfangzensur zu Zweit- und Drittgenerationstools, die einerseits legale Mechanismen benutzen oder also Inhalt zulassen oder ihn halt auch entfernen, insbesondere auf sozialen Medien wie Facebook. Oder auf Apps wie Telegram. Und dann gibt es gewisse Channel und Groups, die sich lokalen Gesetzen fügen müssen. Das ist etwas, was Umgehungstechnologie gerade noch nicht ausdrücklich behandelt. Wir machen uns mehr Sorgen darum, den Zugang zu Plattformen zu erhalten, wenn sie geblockt werden. Und natürlich ist das hier ein größerer und noch schwierigeres Problem. Also Zugriff auf Inhalt, den es gibt, zu behalten. Das ist auch etwas, worum ich mich sehr sorge. So, next one from the Signal Angel. Nächste Frage von einem Signal Angel. Das OSSH-Protokoll wurde erwähnt. Kannst du das empfehlen, das zu implementieren? Soweit ich weiß, ist es implementiert worden im Siphon. Ich kenne keine anderen Clients, die es machen. Es ist aber Open Source. Also sollte es ein paar Leute geben, die das nutzen. Ich sollte hinzufügen, es kann nicht immer garantiert werden, dass es dasselbe dass es so stabil bleibt, dass es für lange dasselbe tut. Danke für den Speech.
Erste Frage. Die End-User-Software ist Open Source. Wie sieht es aus mit den Serverkomponenten? Kann ich meinen eigenen VPN-Provider laufen lassen mit euren Komponenten? Ist die Software entsprechend Open Source auf der Serverseite? Zweite Frage. Eine Infrastruktur in dieser Größenordnung zu managen ist ja relativ teuer. Was ist denn eigentlich euer Business Model? Ist das auf Spendenbasis? Ihr müsst ja auch eure Rechnung bezahlen. Danke für die Fragen. Die erste Frage. Cython ist Open Source. Also es sind Client-Software und die Server-Software alle auf GitHub. Im Prinzip könnt ihr also eure eigenen Umgehungs-Clients schreiben. Auf dem eigenen Netzwerk, die ihr habt, hält dich keiner von ab. Zweitens, natürlich ist es eine Herausforderung, so eine Nutzerinnenbasis auf einem Gratis-Service beizubehalten. Einige Wege, wie das unterstützt wird, finanziell unterstützt wird, sind einerseits, wir haben eine App, wo man für Premium-Services Premium-Services abonnieren kann. Etwa in Staaten wie den USA oder der Europäischen Union, die Bewusstsein und Sensibilität dafür haben und das unterstützen wollen. Dann haben wir andererseits auch den Support von internationalen Broadcastern, die die Freiheit des Internets in der Welt sicherstellen wollen und diese Inhalte in die zensierten Gesellschaften einbringen wollen. I would take the signal angel again, because the others can also come in front then later. Have you seen countries with surprising amount of users, countries which are not usually considered to have heavily restricted internet? Haben Sie Länder gesehen mit überraschend hohen Benutzerzahlen, die man so nicht erwartet hätte, wo es offenbar versteckte Zensur gibt? Considered to heavily restrict internet access. Yeah, absolutely. Ja, natürlich. Viele westliche Länder haben ziemlich große NutzerInnenbasen, so zwischen 10.000 und 100.000 NutzerInnen. Etwa in Deutschland oder England. Das heißt nicht, dass Länder mit freiem oder offenem Internet, dass wirklich alles davon frei und offen ist. Da gibt es dann Institutionen wie etwa Universitäten mit sehr großen Blacklisten. Oder Programmen, die sie nicht zulassen. Das ist etwas, was ich da für den Hauptantreiber von solchen Umgehungstools halte. Let's suppose I'm a sensor and nehmen wir an, ich bin Sensor. Und ich möchte Traffic Fingerprinting verwenden. Wie effizient ist das, um die falschen Positiven möglichst gering zu halten? Gibt es dazu Studien zur Effektivität von Fingerprinting? Ich will ja den schlechten Traffic filtern, aber ich will natürlich den guten ja durchlassen. Danke für die Frage. Traffic Fingerprinting ist bekanntermaßen ziemlich ungenau. Ich habe keine Studien, die ich dir da referenzieren kann. Aber schau in der Internet Freedom Community, was die Leute sagen. Es wird leider besser. Kollateralschaden ist etwas, was jede Zensur mit reinrechnen muss. In manchen Fällen ist es ihnen egal, in manchen Fällen wissen sie es nicht, was der Seiteneffekt von dem, was sie implementieren, ist. Also ist das etwa wie das Jahrmarktspiel nach Maulwürfen zu schlagen, wo immer wieder neue Köpfchen rauskommen. Es gab durchaus auch Versuche, Zensur über Machine Learning zu machen, das war extrem ungenau.
die ForscherInnen haben behauptet, es hätte 80% Genauigkeit, aber das ist natürlich nicht genug, um das in großer Skala zu deployen. Hello. Hallo. Manchmal habe ich auch Ihren Hut, wo ich Ihr Feind bin. I sometimes find that throttling can be more effective than blocking because, you know, ich finde, dass Eingrenzen, Begrenzen ist wirksamer als einfach zu blockieren. Bei Videos zum Beispiel hängt es dann den Leuten aus. Haben Sie die Taktik des Bandbreitenreduktion statt blockieren schon angetroffen? Your sysadmin. Du bist also Systemadministrator. Ja, natürlich. Thanks for your question. Danke für die Frage. Yes, that's definitely a tactic. Ja, das ist natürlich eine existierende Taktik. Eine Art und Weise, die Haftbarkeit für Zensur zu verdünnen, ist genau das, weil damit unsichtbar wird, ob es ein Problem mit dem Provider der Seite ist oder dem Internet-Provider oder dem User. Also Drosselung kann man natürlich auf bestimmten Sachen benutzen. In China etwa wird meistens die Verbindung nicht geblockt, sondern sie wird nur so sehr verlangsamt, dass sie völlig nutzlos wird. Und wenn man das auf bestimmten Domains macht, funktionieren Umgehungstools natürlich effektiv. Wenn es aber auf der Netzwerkskala ist, dann können wir natürlich nichts tun. Etwa mit einem kompletten Netzwerk-Shutdown, dann ist auch egal, wie robust unser System ist. Denn wenn keine eine Internetverbindung hat, dann geht da nichts. In ein paar herausragenden Fällen haben wir trotzdem die Verbindungen online halten können, wenn es Verbindungen gekillt wurden. Have you had governments or other organizations try to fight you legally for enabling their users to circumvent? Habt ihr schon juristische Schritte gegen euch miterleben müssen? Nice short. Nö. Also haben wir noch eine andere Frage. Hallo. You mentioned domain fronting. Sie haben das Domain fronting erwähnt, indem man hoch große Provider frontet. Haben Sie mit Google und Amazon Kontakt gehabt diesbezüglich? Sie sind Teil ein paar der Diskussionen in diesem Thema, weil wir diese Technik benutzen wollen. Cypher hat bisher kein Fronting durch Google oder Amazon gemacht. Wenn, es ist wieder so ein Beispiel, wo 10 oder hunderte NutzerInnen, wo das für 10 oder hunderte NutzerInnen versuchen mag, aber funktionieren mag, aber nicht für 10 Millionen. Es braucht im Grunde auch nicht so viel technische Versiertheit, um Google.com in den Header von dem zu packen, von allem zu packen, was ich sehen will. Also ist jedes Domain-Fronting, das mit großer Skala gemacht wird, wie auf Cyphon, muss das mit naher Zusammenarbeit und formellen Abstimmungen passieren. Nicht so informell, wie es mit so vielen EntwicklerInnen, wie es viele EntwicklerInnen gemacht haben. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es dann auch zusammenbrach, weil es die Terms of Service verletzt. Hat das seine Frage beantwortet? Microphone 4 is now disappeared. But coming back. Ich suche noch eine Frage. Okay, danke Keith für deine Präsentation und für die Fragen beantworten. Du bist ja immer noch hier, du kannst angesprochen werden. Sehr schön. Danke euch allen und das war die deutsche Übersetzung von...